Guten Morgen allerseits. Oh, ein bisschen laut. Jetzt gut. Perfekt. Dankeschön. Guten Morgen. Es freut mich, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben zu meinem Referat über digitale Anleihen. Falls Sie sich verlaufen haben, ich bin nicht Ueli Maurer. Der spricht gerade im anderen Raum. Ich bin Stefan Bosshardt. Ich bin verantwortlich für das Produkt der digitalen Anleihen bei der SIX Digital Exchange. Die SIX Digital Exchange ist eine regulierte Börse und eine regulierte Zentralverwahrerin, also FINMA lizenziert in der Schweiz. Wir arbeiten aber auf Blockchain-Technologie, also auf Distributed Ledger-Technologie. Auf was werde ich heute zu sprechen kommen? Wir haben zuerst die Evolution der digitalen Anleihen an sich oder die Evolution auch der Finanzinstrumente. Ich hole da ein bisschen weiter aus, auch um zu zeigen, wo wir herkommen in der Geschichte der Innovationen. Und dann möchte ich gerne noch den zweiten Teil meines Referats dafür widmen, wie Finanzmarktgeschichte geschrieben wurde, speziell in den letzten Monaten zusammen mit der Nationalbank, was den digitalen Schweizer Franken betrifft. Wie erwähnt, hole ich da kurz aus, die Geschichte der Innovationen der Menschheit, auch in anderen Bereichen, immer noch interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat. Interessant die Mobilität. Wie wir alle wissen, vor ein paar Jahrhunderten war der Mensch typischerweise zu Fuß unterwegs oder auf dem Rücken eines Pferdes. Irgendwann kam da mal jemand auf die Idee, eine Kutsche zu erfinden, die hinter die Pferde zu spannen. Das war komfortabler, man war schneller, man war sicherer am Ziel. Das hat sich dann weiterentwickelt. Irgendwann hat man die Pferde durch Motoren ersetzt, hat ein Getriebe eingebaut, um noch schneller vorwärts zu kommen. Das Getriebe wurde automatisiert, das wurde alles immer komfortabler. Aktuell sind sogar Forschungen im Gange, um sogar das Fahren abzulösen, also dass wir in Zukunft in autonomen Fahrzeugen unterwegs sein werden. Auch sehr interessant die Musikgeschichte. Früher oder während Jahrhunderten wäre es nur möglich, Musik zu genießen, wenn man tatsächlich physisch zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort war, beispielsweise ein Konzert oder ein Theater. Durch die Erfindung der Schallplatte wurde es dann erstmals möglich, dass man Musik mit zu sich nach Hause nehmen konnte und diese genießen konnte, wann immer man mochte. Das war ein großer Fortschritt. Das wurde dann natürlich im Laufe der Jahre, wie Sie alle wissen, auch weiterentwickelt. Da kamen Innovationen, die Datenträger wurden kleiner, wurden effizienter. Es kam die CD, es kam die Minidisc, bis dann heute zum Streaming. Heute sind wir in der kompletten Dematerialisierung angekommen. Wir brauchen keinen Datenträger mehr, wir streamen die Musik direkt aus dem Internet. Aber auch da sind wir noch nicht am Ende angekommen. Aktuell sind Forschungen im Gange, dass man das Ohr als Empfänger der Musik und die Musikboxe oder den Kopfhörer als Sender ablöst durch einen im Gehirn implantierten Chip. Wird es mir persönlich ein bisschen mulmig, wenn ich daran denke, aber vielleicht laufen wir alle in 20 Jahren mit einem Gehirnimplantat rum und genießen die Musik direkt ins Hirn gestreamt. Jetzt komme ich ein bisschen näher an den Kern meines Referats, an Finanzprodukte. Auch hier hatten wir eine Entwicklung über die letzten Jahrhunderte. Angefangen hat alles mit sogenannten Finanzsteinen oder Wertsteinen. Da wurde tatsächlich in Stein gemeißelt, wer wem was schuldet. Das war super, um das zu dokumentieren, um es festzuhalten, war aber, wie Sie sich vorstellen können, relativ schwierig zu transportieren und zu lagern. Durch die Erfindung des Papiers wurden dann Wertpapiere auf Papier gedruckt. Das ermöglichte dann auch eine einfachere Transport, eine einfachere Handhabung der Wertpapiere, der Finanzinstrumente. Es war aber immer noch nicht so sicher. Also ein Wertpapier kann brennen, ein Wertpapier kann gestohlen werden. Deswegen wurde vor ein paar Jahrzehnten die Zentralverwahrung erfunden. Das übrigens ist ein bisschen klein vielleicht. Ist ein Bild des Tresors der SIX SIS in Olten. SIX SIS, Teil unseres Mutterhauses SIX. Die SIX SIS hat den größten Tresor der Schweiz und ich glaube immer noch den größten vollautomatisierten Tresor in Europa. Durch die Zentralverwahrung war es dann möglich, die Papiere an einem sicheren Ort einzulagern. Das heißt, die konnten dann weder gestohlen noch vernichtet werden. Und dort trotzdem sicher in einem Register eingetragen, also man weiß immer, wem die Wertpapiere gehören.
Auch da ging es dann noch weiter. Heute sind wir auch da, ähnlich wie in der Musikgeschichte, in der kompletten Dematerialisierung angekommen. Vor gut 10 Jahren wurde der Artikel 973c im Obligationenrecht eingeführt. Das heißt, wir brauchen kein Papier mehr für ein Finanzinstrument. In der Schweiz können wir komplett dematerialisiert arbeiten. Das sind sogenannte Wertrechte, welche physisch nicht existieren müssen. Das ist heute bereits Standard. Wir von der SIX Digital Exchange arbeiten schon weiter. Also wir haben auch bereits heute schon eingeführt, dass wir nicht nur die Wertrechte dematerialisiert, sondern auch die Finanzinstrumente tokenisiert. Also die leben bei uns auf der Distributed Ledger Technologie, also auf der Technologie der verteilten Register, umgangssprachlich Blockchain. Und wir sehen, dass die Finanzinstrumente sich auch ganz stark in die Richtung weiterentwickeln. Also wir sehen, dass sehr vieles tokenisiert werden kann und tokenisiert werden wird in Zukunft. Und dafür wollen wir als Teil der SIX natürlich die Finanzmarktinfrastruktur bereitstellen. Wenn übrigens Fragen sind, einfach aufstrecken, ich will das relativ interaktiv gestalten. Hier eine Übereinstimmung, jetzt kommen wir immer mehr in die Details. Ein Vergleich der digitalen Infrastruktur, also der SIX Digital Exchange mit der traditionellen Infrastruktur, also der SIX. Und wie Sie sehen, sehen Sie ziemlich viel Gemeinsamkeiten. Wir haben hier auf der linken Seite violett eingefärbt die Börse. Den Handel und die Kotierung, die findet bei der SIX Swiss Exchange, wie Sie alle wissen, traditionell statt. Als SDX haben wir genau die gleiche Lizenz. Wir sind von der FINMA lizenziert als Börse in der Schweiz. Auch wir bieten eine Kotierung und einen Handel an. Auf der rechten Seite ist die Zentralverwahrung, das was die SIX SIS heute anbietet. Und hier haben wir das Settlement, also die Abwicklung und die Verwahrung als Dienstleistungen. Auch hier sind wir genau gleich lizenziert bei der SIX Digital Exchange. Wir haben die gleiche Lizenz, eine Zentralverwahrung zu betreiben. Und auch wir bieten das Settlement und die Verwahrung an. Jetzt haben Sie sicher gemerkt, ich habe einen Teil ausgelassen bei der SIX, das ist bewusst. Das ist das Clearing. Bei der SIX Swiss Exchange und bei SIX SIS heute im Handelsumfeld, wenn Sie handeln, haben Sie 2 Tage Valuta. Also Sie handeln heute und Sie sehen das 2 Tage später auf Ihrem Konto verbucht. Da wir auf einer neuen Technologie arbeiten bei der SDX, fällt dieser Schritt weg. Bei uns, bei der SIX Digital Exchange, wenn Sie handeln, findet die Abwicklung im selben Augenblick statt. Die Verbuchung findet im selben Augenblick statt. Das heißt, es besteht nie ein Gegenparteirisiko. Während den 2 Tagen besteht kein Risiko, dass die Gegenpartei Konkurs gehen könnte. Deswegen braucht es keine zentrale Gegenpartei und dieser Schritt fällt bei uns weg. Also wir bringen hier bereits eine erste Effizienz in den Markt. Auch spannend, die ganz rechte Seite dieses Slides, das ist die Zahlungsseite. Wie Sie wissen, wenn Sie ein Finanzinstrument kaufen, dann kommt das Finanzinstrument in die eine Richtung und Geld muss in die andere Richtung fließen. Also Geld ist immer 50% jeder Transaktion. Das heißt, wir müssen, damit wir dieses augenblickliche Settlement, die augenblickliche Abwicklung anbieten können, müssen wir eine digitale Form von Geld bei uns im System haben. Wir haben hier 2 digitale Formen von Geld. Das eine ist der tokenisierte Schweizer Franken, den wir als SDX selber emittieren. Das heißt, die Banken schicken uns über das Swiss Interbank Clearing, also über das Schweizer Zahlungssystem, einen gewissen Betrag an Geld. Wir behalten diesen als Sicherheit und schreiben der Bank tokenisierte Schweizer Franken gut. Diese tokenisierten Schweizer Franken können dann bei uns im System verwendet werden, beispielsweise um digitale Anleihen zu kaufen. Und die können auch wieder zurückgegeben werden und die Bank erhält dann über Swiss Interbank Clearing die Schweizer Franken normal wieder zurück. Ich vergleiche das manchmal mit einem Casino. Also nicht uns, wir sind FINMA lizenziert, völlig was anderes. Aber der Prozess ist ziemlich ähnlich. Also im Casino kommt man rein, man deponiert einen Betrag an Schweizer Franken oder einer anderen Währung und kriegt dafür Chips. Mit den Chips kann man Transaktionen tätigen, das geht effizient, das geht schnell. Und wenn man genug hat vom Spielen, gibt man die Chips zurück und erhält die Schweizer Franken wieder. Also es ist ähnlich bei uns, die Banken senden uns Schweizer Franken, wir behalten die als Sicherheit. Die Bank erhält tokenisierte Schweizer Franken, das geht effizienter, das geht schneller. Und wenn sie das nicht mehr brauchen, geben sie es uns wieder zurück und erhalten die normalen Schweizer Franken. Neben diesen sogenannten tokenisierten Schweizer Franken ist bei uns auf der Plattform auch für ausgewählte Transaktionen
der digitale Schweizer Franken der Nationalbank verfügbar. Also die Nationalbank hat ein Projekt, das nennt sich Helvetia 3, da komme ich später noch dazu. Da wurden erstmals digitale Schweizer Franken für institutionelle Anwender ausgegeben. Und für ausgewählte Transaktionen, welche bei der SDX stattfinden, wir wurden von der SNB ausgewählt, das freut uns natürlich. Für diese Transaktionen wird dann der Wholesale CBDC, also der digitale Schweizer Franken für institutionelle verwendet. Soweit zum Vergleich digitale Infrastruktur und traditionelle Infrastruktur. Wir hatten dann natürlich auch bereits erste Transaktionen, also in der Geschichte der digitalen Anleihen, welche jetzt doch schon gut 3 Jahre zurückgeht, konnten wir schon einige Erfolge verzeichnen. Wir haben im 2021 die Lizenz als Börse und als Zentralverwahrung erhalten. Ein paar Monate später mit gütiger Hilfe unseres Mutterhauses, Six Group, sahen wir die erste Anleihe. Die Six Group hat damals 150 Millionen Schweizer Franken emittiert in Anleihenform, in digitaler Form. Damals war das noch eine relativ abenteuerliche Struktur. Es gab damals eine traditionelle und eine digitale Tranche, 2 verschiedene Valorennummern und die Investoren konnten wählen. Also ähnlich wie beim Film Matrix, wo man die blaue Pille und die rote Pille hat und man konnte wählen, konnte der Investor hier wählen, will ich die digitale oder die traditionelle Tranche kaufen. Mit einer Austauschmöglichkeit natürlich versehen. Das hat sehr gut funktioniert. Es entstanden 100 Millionen digitale und 50 Millionen traditionelle Anleihen. Das Ganze war auch indexfähig, also die Anleihe landete auch im Swiss Bond Index. Hat sehr gut funktioniert. Es gab noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Also unsere Kunden, das sind die Schweizer Banken, unsere Kunden kamen zu uns und haben gesagt, liebe SDX, super Sache mit digitalen Anleihen, können wir nicht von diesen 2 Valoren wegkommen, können wir nicht nur mit einer Valornummer arbeiten. Also ein Instrument, welches sowohl in der digitalen wie auch in der traditionellen Welt existiert. Das hat dann 1 Jahr gedauert, deswegen 1 Jahr keine Transaktion, bis wir diese Brücke gebaut haben. Wir haben also eine Brücke gebaut zur traditionellen Welt, welche es ermöglicht, Anleihen komplett digital auf der Distributed Ledger Technologie zu emittieren und diese dann in der traditionellen Welt über SIX SIS und über die normalen Bankwege zu halten und zu handeln. Das konnten wir dann im Herbst 2022 lancieren. Entschuldigung. Und gleich darauf kam dann die UBS, eine unserer Kundinnen und wie Sie wissen, eine der Aktionärinnen unseres Mutterhauses, der SIX, welche 375 Millionen digital emittiert hat. Das war die erste Anleihe, welche digital entstand, aber auch in der traditionellen Welt erhältlich ist. Das heißt, jeder Kunde der UBS und auch von allen anderen Banken in der Schweiz konnte diese Anleihe kaufen, ganz normal im Portfolio halten, obwohl sie digital entstanden ist. Also das war ein großer Durchbruch. Ein paar Monate später kam dann noch die Stadt Lugano, hat 100 Millionen digital emittiert. Hier besonders wichtig rauszustreichen, die Stadt Lugano war die erste Emittentin, welche von der Nationalbank theoretisch für den Collateral Basket qualifiziert hätte. Also die Nationalbank musste sich damit beschäftigen, wollen wir eine digitale Anleihe als Sicherheit für Repo-Transaktionen akzeptieren. Und sie kamen zum Schluss, ja, das wollen wir, weil die SIX Digital Exchange hat zwar eine neue Technologie, ist aber lizenziert, hat die gleichen Anforderungen an Stabilität und Verlässlichkeit wie alle anderen Infrastrukturanbieter in der Schweiz und die Emittentin, die Stadt Lugano, erfüllt die Kriterien. Also wurde diese Anleihe, die 100 Millionen Anleihe der Stadt Lugano, der erste digitale Asset weltweit, welcher im regulierten Rahmen von einer Zentralbank als Sicherheit akzeptiert wurde. Und das ist sehr schön zu sehen, das ist auch sehr schön zu sehen, wie die Schweiz hier eine Vorreiterrolle einnimmt. In der Schweiz haben wir die Nationalbank, welche sehr innovativ ist, da haben wir die Banken, welche zusammenspannen, innovative Lösungen anbieten wollen. Die Politik macht grundsätzlich mit, wir haben sehr viele Erlässe, welche es uns auch erlauben, digitale Produkte besser anbieten zu können. Und wir als Infrastruktur tun natürlich unseren Teil auch dazu. Soweit mal die Geschichte der digitalen Anleihen, also der Asset-Seite der jeweiligen Transaktionen. Wie vorher erwähnt, in jeder Transaktion gibt es das Asset und dann auch den Geldfluss. Es braucht immer beides.
Und auch beim Geldfluss haben wir eine Geschichte der Innovationen. Und das hat angefangen im Jahr 2020. Da hat die Schweizer Nationalbank das Projekt Helvetia 1 gestartet und durchgeführt. Da wurde zusammen mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleichung mit uns von der SIX getestet, ob tokenisierte Schweizer Franken abgewickelt werden könnten. Das wurde dann noch ausgeweitet im Projekt Helvetia 2, wo dann auch verschiedene Banken Teil davon waren. Auch da wurde wieder getestet in der Testumgebung, ob es technisch möglich wäre. Es gibt noch ein drittes Projekt, das hier nicht drauf, Projekt Jura. Da wurde dann auch in Euro mit der Banque de France, also der französischen Zentralbank, getestet. Und man kam immer zum Schluss, technisch ist es möglich. Technisch wären Nationalbanken imstande, digitale Währungen auszugeben auf der Plattform, also auf der STX-Plattform. Das hat dann dazu geführt, dass nach Helvetia 1 und Helvetia 2, übrigens die Projektberichte sind alle öffentlich, also Sie können bei der Nationalbank googeln, Helvetia 1, Helvetia 2, das sind sehr gut geschriebene Projektberichte, falls Sie sich interessieren. Die zwei Projekte, Helvetia 1 und Helvetia 2, führten dann logischerweise zu Helvetia 3. Helvetia 3 wurde im März 2023 angekündigt. Also die Nationalbank hat vor gut vor einem Jahr im Rahmen des Geldmarktabbruchs kommuniziert, dass sie gedenken, in Produktion, also im echten Leben, auf der STX digitale Schweizer Franken für Institutionelle auszugeben. Und zwar ist das kein Experiment, das ist tatsächlich eine Transaktion und die Transaktionen, die werden von der Nationalbank entsprechend ausgewählt. Wir haben uns dann seitens Infrastruktur, also seitens SIX, wir als digitale Plattform zusammen mit der SIX SIS, auch mit dem SIC, also dem Zahlungssystem der Schweiz, sowie mit unseren Kollegen von der Repo-Seite zusammengesetzt, haben die Grundpfeiler definiert des Projekts. Die Nationalbank ging dann auch die Banken an, da haben sich 6 Banken dazu bereit erklärt, bei diesen Transaktionen mitzuwirken. Das waren die ZKB, die UBS, die Hypothekarbank Lenzburg, die Commerzbank und dann noch die Kantonalbanken des Kantons Waadt und Basel. Also ein bunter Blumenstrauß an Banken, welche alle gesagt haben, da machen wir mit, wir sind bereit, da auch im Projekt die nötigen Anforderungen zu erfüllen und die digitalen Schweizer Franken im Sinne der Nationalbank dann auch in Transaktionen zu verwenden. Das wurde dann auch getestet, also es wurde schon vor der ersten Transaktion gewisse Rappen hin und her geschoben. Das hat auch super funktioniert. Es haben auch im Verlauf des letzten Jahres verschiedene Emittentinnen Interesse bekundet. Sie kamen zu uns, sie kamen zur Nationalbank und haben gesagt, ja, wir würden sehr gerne eine Anleihe emittieren gegen digitalen Schweizer Franken. Das ist innovativ, das passt zu uns, bitte berücksichtigt uns. Das hat dann alles dazu geführt, dass die Nationalbank sich genug wohl gefühlt hat im letzten November und gesagt hat, jetzt schreiben wir einen Press Release, wir gehen an die Presse, wir kommunizieren ab dem 1. Dezember, wird es möglich sein, für ausgewählte Transaktionen den digitalen Schweizer Franken zu nutzen. Um nochmals kurz auszuholen, was ist der digitale Schweizer Franken der Nationalbank genau? Wir können eigentlich die Welt der Währungen, der digitalen Währungen einteilen in privat ausgegebene und von einer Zentralbank ausgegebene Währungen. Da haben wir auf der privat ausgegebenen Seite privates Tokengeld. Auf der von Zentralbank ausgegebenen Seite haben wir Wholesale CBDC und Retail CBDC. Also Retail CBDC wäre dann eine Art digitale Banknote, welche von Privatpersonen gehalten werden kann. Wholesale CBDC ist digitales Zentralbankengeld für Geschäftsbanken. Wenn wir jetzt auf der linken Seite schauen, privates Tokengeld, welches öffentlich ist, welches auch Privatpersonen halten können, ganz klar Kryptowährungen wie Bitcoin oder Stablecoins wie USDT. Dazu gehört aber auch privates Tokengeld, welches nur für Geschäftsbanken zugänglich ist. Das ist der tokenisierte Schweizer Franken bei uns auf der Plattform, also das Casino-Geld sozusagen, das ich vorher beschrieben habe. Auf der rechten Seite haben wir von Zentralbank ausgegebene digitale Währungen. Wholesale CBDC ist das Äquivalent zu unserem tokenisierten Schweizer Franken, das ist auf der STX ausgegebenes Schweizer Frankengeld, tokenisierte Schweizer Franken, welche aber nur Geschäftsbanken zugänglich sind. Demgegenübergestellt wäre dann ganz rechts noch Retail CBDC, also Schweizer Franken digital ausgegeben, welche
wir als Privatperson auch halten könnten. Das ist aber aktuell von der Nationalbank nicht vorgesehen. Also wir bewegen uns hier in den violett und blau eingefärbten Kästchen, dem tokenisierten Schweizer Franken, privat von SDX ausgegeben und Wholesale CBDC, also dem von der Nationalbank ausgegebenen digitalen Schweizer Franken. Jetzt haben wir auf der einen Seite gesehen, wie sich die digitalen Anleihen entwickelt haben mit der SIX Group, mit der UBS, mit der Stadt Lugano, welche Anleihen gegenüber tokenisierten Schweizer Franken emittiert haben. Wir haben auch gesehen, wie sich durch HWC 1 und 2 und 3 der digitale Franken entwickelt hat. Also wir haben jetzt ein digitales Asset und wir haben eine digitale Währung. Und die zwei wurden zusammengeführt und zwar bereits am 1. Dezember. Das war der erste Tag, an welchem Transaktionen möglich waren innerhalb des Projekts HWC 3. An diesem 1. Dezember wurden die Anleihe des Kantons Basel-Stadt und die Anleihe des Kantons Zürich abgewickelt. Der Kanton Basel-Stadt hat zusammen mit der Basler Kantonalbank 105 Millionen Schweizer Franken emittiert. Kanton Zürich hat 100 Millionen Schweizer Franken emittiert, zusammen mit der ZKB, der UBS und der Raiffeisen. Und diese zwei Transaktionen waren die ersten weltweit, welche im regulierten Rahmen gegen tokenisiertes Zentralbankengeld abgewickelt wurden. Und das war auch ein sehr großer Fortschritt, das war ein Durchbruch. Und auch da sind wir wieder sehr stolz, dass das in der Schweiz geschehen ist, mit der Nationalbank, mit den Schweizer Banken, welche hier tatkräftig mitgewirkt haben. Das Projekt HWC 3 läuft noch bis im Juni dieses Jahres. Wir haben in der Zwischenzeit schon zwei weitere Transaktionen gesehen. Das war wieder die Stadt Lugano. Die waren so begeistert vom ersten digitalen Bund, dass sie noch einen zweiten nachgeliefert haben. Sie können das Geld natürlich auch brauchen. Also das sind typische Schweizer Franken-Obligationen, welche auch in Portfolios landen, welche im Index sind. Und die Stadt Lugano kann das Geld auch gut brauchen. Ich glaube, das war für ein Schwimmbad, wenn ich mich richtig erinnere. Die Stadt St. Gallen hat dann auch noch 100 Millionen emittiert. Alle diese Transaktionen liefen gegen digitale Schweizer Franken und ich erwarte, dass wir bis Juni noch die eine oder andere mehr sehen werden. Nun zum Abschluss noch die Slide mit den mit Abstand wenigsten Worten. Ja, was bringt's? Das ist immer die Frage, die wir hören. Ja, schön, jetzt läuft alles digital und die Nationalbank macht mit. Ja, und jetzt? Was bringt das uns? Was bringt das uns als Investoren? Was bringt das uns als Emittenten? Und da vergleiche ich gerne die Rolle von uns als SDX oder als SIX, als Finanzmarktinfrastruktur, gerne mit traditionellen Infrastrukturen. Und wenn wir die Infrastruktur anschauen, ein gutes Beispiel in der Schweiz ist das Straßennetz. Vor ein paar Jahrhunderten bestand das Straßennetz in der Schweiz mehrheitlich aus Feldwegen. Kies, etwas holprig, aber für die Pferdekutschen damals war das ganz okay. Irgendwann kam dann mal jemand auf die Idee, jetzt asphaltieren wir diese Feldwege, jetzt machen wir das Ganze ein bisschen professioneller. Und das hat natürlich dann geholfen, dass die Pferdekutschen sicherer, schneller und komfortabler vorwärts kamen. Und das ist auch bei uns der Fall. Also wir modernisieren die Infrastruktur, wir haben eine neue Technologie. Das heißt, durch die neue Technologie wird das Handling von Finanzmarkttransaktionen sicherer, schneller und komfortabler. Und das sollten dann am Schluss auch Endinvestoren spüren, wenn alles schneller und sicherer geht. Es gibt aber noch eine zweite Komponente. Durch die Asphaltierung der Feldwege wurden nicht nur die Pferdekutschen komfortabler, auch die Entwicklung des Automobils wurde ganz stark vorangetrieben. Vorher auf Feldwegen war es so begrenzt lustig, mit einem Automobil unterwegs zu sein. Jetzt mit asphaltierten Wegen wurden die Innovationen gefördert. Also das Automobil entstand eigentlich vor allem in der heutigen Form durch die Modernisierung der Infrastruktur. Auch hier wieder bezogen auf die Finanzmarktinfrastruktur. Auch wir versprechen uns von der Modernisierung, dass nicht nur die Finanzinstrumente auf unserer Infrastruktur rumfahren, wie sie das heute machen, sondern dass neue Finanzvehikel entstehen. Wir haben eine neue Infrastruktur, die bietet sehr viele neue Möglichkeiten. Und man hört überall von beispielsweise von tokenisierten Bildern, tokenisierten Oldtimern, wie mit diesem Auto hier, tokenisierten Immobilien. Was sich alles durchsetzen wird und was nicht, kann ich heute nicht abschätzen, aber wir als Infrastruktur sind grundsätzlich bereit und wir haben auch ein offenes Ohr dafür und wir freuen uns, wenn
viele neue Finanzprodukte dann auf unserer Infrastruktur leben, gehalten werden und gehandelt werden. Das wäre es gewesen von meiner Seite. Sind noch Fragen zu digitalen Anleihen? Ja, ich glaube, wir haben kein zweites Mikrofon machen müssen. Unkompliziert. Bei einem privaten Unternehmen, sagen wir mal, wenn die jetzt 5 oder 10 Millionen Schweizer Franken emittieren möchten, macht das da Sinn? Wie ist das da kostentechnisch? Wenn ein normales Unternehmen sich 5 oder 10 Millionen refinanzieren möchte, ich würde mal sagen, eine öffentliche Anleihe, digital oder traditionell, macht da wenig Sinn. Mit Kotierung an der Börse und allem, was drum kommt, das sind 10 bis 20 Millionen normalerweise zu klein, um das zu rechtfertigen. Qualifiziert auch nicht für den Bondindex, das können wir auch nicht beeinflussen. Für eine Privatplatzierung definitiv. Also falls Investoren gefunden werden, kann man diese Privatplatzierung bei der Zentralverwahrung auf der Chain bei uns einliefern. Die ist dann auch bei allen Banken verfügbar, also bei den uns angeschlossenen Banken, wie auch bei den Banken der traditionellen Welt. Das kommt so ins System rein, also absolut. Privatplatzierungen, ganz klar vorstellbar, auch möglich. Öffentliche Anleihe, tendenziell zu klein. Möglich, klar, aber tendenziell zu klein. Weitere Fragen? Mach ich den Moderator da? Ja, vielen Dank. Eine kleine Frage. Wir haben ja vorhin gesehen, dass sowohl auf der STX wie auch auf der Schweizer Börse die Anleihen handelbar sind. Und wer jetzt ein Privatanleger eine bestimmte Anleihe kaufen möchte, die digitalisiert ist, auf der STX handelbar, wie wird das geroutet? Wann kommt es zur STX und wann kommt es zur SIX? Merci. Dankeschön. Die Frage ist, weil die Anleihen, also wenn wir die wir vorher kurz angeschaut haben, beispielsweise die Anleihe des Kantons Zürich, wenn wir schon hier sind, die ist ja verfügbar, sowohl digital wie traditionell. Die ist kotiert an der SIX Swiss Exchange und die ist kotiert an der SIX Digital Exchange, also ist an beiden Börsen verfügbar. Jetzt, wie kann ein Privatanleger die digitale Seite oder die traditionelle kaufen? Sehr gute Frage. Die Anleihe per se entstand digital und die ist immer digital im Kern. Die liegt zu 100% auf der Blockchain. Gehandelt werden kann sie aber überall. Also die muss nicht an der SIX Digital Exchange oder an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die kann auch auf dem traditionellen Weg gehalten werden von Privatanlegern über die Hausbank. Die Hausbank hält die dann entweder direkt oder indirekt bei der STX. Der Privatanleger kann natürlich auswählen, also die Bank sollte Zugriff haben, direkt oder indirekt auf die STX als Handelsplatz, also wenn der Preis an der STX besser ist als an der SIX Swiss Exchange, sollte die Anleihe eigentlich an der SIX Digital Exchange gehandelt werden. Jetzt ist dann natürlich die große Frage mit der Valuta. Wenn Sie bei der SIX Swiss Exchange handeln, das ist eine digitale Anleihe, die bei der SIX Digital Exchange entstanden ist, bei der SIX Swiss Exchange handelt die mit 2 Tagen Valuta. Also Sie haben die Abrechnung 2 Tage später. Die gleiche Anleihe, die gleiche Valorennummer, handelt bei der SIX Digital Exchange mit Instant Settlement. Also wenn Sie bei der SIX Digital Exchange handeln, haben Sie Abrechnung sofort. Und da muss dann natürlich die Bank schauen, wie sie das ihrem Privatkunden dann so schnell wie möglich weiterverrechnen kann. Und auch die Privatkunden entsprechend informieren. Wenn ihr bei der SIX Digital Exchange handeln möchtet, seid euch bewusst, das wird sofort abgewickelt. Also das Geld ist sofort weg, die Assets sind sofort da. Beantwortet das die Frage? So, danke. Wir haben noch eine Minute. Weitere Fragen? Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.